Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi, das ist Melli und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt und dich sowieso. Dankeschön. Ich begrüße mal mit, hallo. Ja, Melli ist heute zu Besuch, denn ich habe sie gefunden, ich habe sie eingesammelt und Sammy ist auch mit dabei. Und wir fahren gleich zusammen auf ein Dalton-Event. Und deswegen haben wir uns gedacht, vorher mal so ein bisschen filmen kann man definitiv machen. Ne? Ja, und wir sind ja schon ein bisschen mit dabei. Also ihr seht, wir haben schon ein bisschen was im Gesicht. Wenn ihr sehen möchtet, wie das entstanden ist, schaut gerne auf Mellis Kanal vorbei. Natürlich das Video und ihr Kanal in der Infobox verlinkt und wahrscheinlich auch 1000 Mal im i. Ja, da war es schon ganz ulkig hier. Ne? Wir hatten schon Spaß. Und jetzt machen wir einfach mal so ein bisschen weiter mit unserem Laberababa. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ne? Wir haben so ein bisschen auch gefragt, ob ihr Fragen habt. Und deswegen machen wir hier einfach mal einen gemütlichen. Ein paar neue Produkte, die ich hier mit euch zusammen teste. Ein paar kennt ihr schon, aber es geht gar nicht um die Produkte. Es geht um uns. Quatschen. Ja, was? Es geht um uns. Ja, und genau. Also Melli ist irgendwie auch schon bei den Lidschatten angelangt. Ich muss noch ein bisschen... Du bist so schnell. Und das liegt aber nur daran, weil du die coolen neuen Sachen ausprobierst und ich, basic wie ich bin, habe einfach den ganzen Krab, den ich immer benutze, eine sichere Nummer für euch hier. Ja, das stimmt allerdings. Mhm. Ja, also sie hätte theoretisch die Möglichkeit gehabt, in meinen Schränken zu stöbern. Das steht immer offen. Sollen. Aber ja, aber es sieht doch gut aus. Ja, aber wäre trotzdem spannend hier diese... Schätzchen mal, ne? Ich hätte gerade die Schubladen aufgemacht. Leute, ich bin vom Glauben abgefallen. Sein Träumchen! Ich überdenke gerade meine minimalistische Schminksammlung. Wegen dir. Das ist hart. Ich meine, du könntest theoretisch hier so eine Alex-Kommode bei mir mieten. Dann ist es nämlich nicht bei dir zu Hause. Dann tut es nicht so weh, wenn das da ist. Dann fällt es nicht dem Ganzen zum Opfer, wenn du dann dein Haschmich bekommst oder so. Da ich ja alleine lebe, meckert aber auch keiner, wenn ich da noch einen Alex dazustellen würde. Nur dein eigener Monk, ne? Und dann bist du nämlich irgendwann bei diesem Alex angekommen und dann wird der Alex geplündert. Mhm. Und das könnte ich verhindern. Das ist ein sehr liebes Angebot von dir. Ist nämlich gar nicht so weit. Also Melli wohnt echt nicht weit von mir entfernt. Sie hat es eben gesagt, 38 Minuten ist sie eben hier hingefahren. Ist gar nichts. Nö, gar nicht. Also ja. Ich habe hier übrigens den, das muss ich kurz, das ist ein Schmuckstück. Anastasia Beverly Hills, den Glow Seeker in dieser Limited Edition Luna New Year. Das muss ich jetzt, bevor ich ihn verwende, einmal kurz in die Kamera zeigen. Hatte ich euch auch letztens mal verlinkt. Das ist beautiful. Das ist tatsächlich so ein Ding. Den solltest du vorher auch nochmal abfotografieren, bevor du da reingehst. Ja, aber Fotos davon gibt es ja eigentlich. Ich habe es jetzt in meinem Brain, ne? In deinem Brain. In meinem Brain drin. Und ja, den trage ich jetzt einfach mal recht entspannt auf. Mal gucken. Oh nein, ich muss ihn erst anfassen. Der ist schon so ein bisschen rosa unterwegs, ne? Der wird richtig rosa. Der ist echt super silber. Champagner. Der wird wirklich rosa. Der wechselt die Farbe. Oh, ein Lightshifter. Wobei, da sieht man ihn nicht so, aber vielleicht auf der anderen Seite. Der ist sehr subtil. Ja, aber schön. Mhm. Na, und du kannst ihn ja auch in die Haut polieren, ne? Ich habe im Übrigen, das ist mein... Polieren. Ist so, ne? Rein und richtig in die Haut polieren. Das kannst du, junges Küken, noch machen. Ich liebe diesen Pinsel dafür im Übrigen, ne? Das war so ein Limited Edition Ding. Das ist ein geiles Teil. Willst du damit mal deinen Highlighter auftragen? Und ich poliere hier mit dem anderen Ding. So, und dann polieren. Mhm. Richtig schön in die Haut einpolieren. So einpolieren habe ich ja noch nie gemacht. Man lernt hier was, Leute. Nee, nicht wirklich. Hm, ich mache das nicht, weil ich so Krähenfüßchen habe. Ja, wer nicht? Ich habe aber tiefere als du. Und deswegen poliert man nicht. Frau poliert nicht mehr. Also, alte Frau ist auch so geil. Ja, aber der ist tatsächlich dezent, trotz polieren. Willst du auch polieren? Nee. Warum nicht? Nee, ich habe ja schon welchen drauf. Ja, und? Mehr ist mir zu viel. Okay, schade. Aber schön weich, ne? Ja, ist ein schöner Pinsel von Make-Up Forever. Make-Up Factory. Ach, Make-Up Factory. Entschuldigung. Mhm. War auch eine Limited Edition. Gibt es auch nicht mehr. Deswegen anteasern, weißt du? Hm. Weißt du Bescheid. Wir haben uns gerade im Übrigen ein bisschen über Schminke unterhalten. Was auch sonst. Aber wir haben, wenn wir zusammentreffen, tatsächlich auch andere Themen als Schminke. Aber sie hat gerade die Schublade aufgemacht. Da habe ich gesehen, dass da schon so ein paar Produkte von Love drin sind. Das hier. Mein absolut liebster Lieblings-Augenbrauenstift, ne? Es ist so traurig, dass es nicht mehr gibt. Powder-Pencil. Oh, es ist noch so klein, das kleine Ding. Wenn der leer ist, ich habe, ungelogen, ich habe sonst immer diese Retractable-Augenbrauenstifte, ne? Für 1,99 € Catrice oder 2,49 €. Ja. Die sind im Monat immer leer. In einem Monat? In einer Woche? Das schaffe ich nicht, aber in einem Monat
brauche ich immer einen auf. Ja. Und diesen Stift nutze ich einfach seit einem Jahr. Mhm. Man sieht es ihm auch an. Okay, das ist Wahnsinn. Also es ist einfach verrückt, dass du manchmal auch vollkommen zu Recht einen höheren Preis hast, weil die Produkte länger halten. Mhm. Hatten wir nämlich eben auch schon so ein bisschen das Thema angerissen. Mhm. Aber manchmal muss es nicht unbedingt so sein. Nein. Mal gucken. Ich habe jetzt hier von L'Oreal Age Perfect einen Augenbrauenstift. Mal gucken. Das ist nämlich 02 Ash Blond. Das dürfte doch wohl mal perfekt passen, hoffe ich. Nutzt du das erste Mal auch? Jupp. Auch den? Mhm. Liegt nur neues Zeug, ne? Ich sag's nur neues Zeug. Richtig schöne Sachen. Ich habe mich gerade tatsächlich auch ein bisschen, als du dich bei mir geschminkt, in meinem Teil des Videos geschminkt hast, dieser Blush, der gefällt mir auch gut, von Youngblood. Gibt's bei Douglas. Also ich habe tatsächlich, bevor du nämlich gekommen bist, habe ich zugesehen, dass ich hier auch ein paar Videos abdrehe, damit wir ein bisschen Platz zum Filmen haben, weil es stand hier alles voller Kartons. Du warst heute schon fleißig? Nee, nicht heute, das war vor ein paar Tagen. Okay. Und wobei doch, heute war ich auch fleißig. Ich habe sogar das Bett neu bezogen, weil ich mich motiviert gefühlt habe, das endlich mal zu machen. Und dann ziehst du das Bett neu und kannst dann heute Abend nicht mal drin liegen. Das ist schlau? Nein, das ist charmant für meinen Freund. Weil ich habe es extra flauschig bezogen, dass er sich nicht ganz so allein fühlt und wenigstens die flauschige Sache hat und sich dann gegebenenfalls auf meine Seite rollen könnte, um dann zu sagen, genau, Schatzi ist nicht da, aber Flauschi ist da. Ich will auch so einen. Meiner ist seit 18 Jahren an meiner Seite und vergeben, genau, das weg vom Fenster. Und genau so soll es sein. Ja. Die beiden sind so süß miteinander, ne? Ich muss es einfach sagen, es ist echt schön. Ja. Es ist auch schön hier. Das ist, dankeschön. Ihr habt ein schönes Zuhause. Ja, es ist gemütlich, ne? Wir haben es jetzt echt nicht so picobello oder alles super aufgeräumt und pickfein oder super was auch immer. Perfekt. Wer sagt denn auch, also einmal, wer sagt denn, was pickfein ist? Hm. Meine Oma. Wow, was? So. So zwei Generationen weiter. Das ist also pickfein. Ja. Gelsenkirchener Barock, Eiche rustikal wahrscheinlich. Ja, das stimmt tatsächlich. Aber meine Oma, mittlerweile kann sie ja nicht mehr so gut gucken und so, aber sonst war das wirklich, wenn Oma gekommen ist oder allein wenn Oma schon angerufen hat, da hat man aufgeräumt. Ja. Das ist krass. Also ich räume auch auf, wenn ich, also grundsätzlich lebe ich nicht in einem Schweinestall, aber wenn ich weiß, dass Besuch kommt, mache ich natürlich noch ein bisschen mehr. Das ist ja völlig normal. Ja, ja, aber bei der Oma wurde noch mal eine Schippe draufgelegt. Das war echt schon krass. Aber meine Oma ist nach wie vor, ne, die ist sehr, 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 sehr reinlich, was auch vollkommen fein ist. Da hat sie ja auch ihre Gründe für. Und das, wenn sie das mag, dann ist es auch in Ordnung. Aber ich habe halt irgendwann für mich entschieden, dass ich das halt nicht so übernehmen muss. Hm. Ne? Weil, also ich mache mein Glück jetzt nicht davon abhängig, wie sauber meine Wohnung ist. Ja, ne? Ist auch Quatsch. Und allein durch das Hobby, was mein Freund zum Beispiel hat, der hat Lego, stehen hier sehr viele Dinge immer so rum. Mhm. Das kannst du nicht immer wegräumen. Und dann haben wir halt auch ein kleines Kind, was einfach überall lebt. Und das ist auch in Ordnung, denn wir leben und haben keine Ausstellwohnung. Also das ist halt... Ihr lebt also nicht bei IKEA in der Ausstellung? Mm-mm. Ach, guck. Mm-mm. Mm-mm. Ich habe im Übrigen von Urban Decay die Primer Potion Anti-Aging genommen. Hast du einen richtig geilen Lidschattenprimer, bei dem, der auch wirklich toll hält und bei dem auch Glitzerpartikel halten und der nicht irgendwann wegrutscht? Also der ist okay, aber ein Schlüpperstürmer ist der auch nicht. Das Wort nicht liebst, ne? Mehr von diesen Wörtern schaut bei Mello Flori vorbei. Schlüpperstürmer, ich lieb's. Also ich habe tatsächlich einige, die ich ganz gerne mag. Das ist aber zum Beispiel von Essence aus dem Adventskalender von 2021. Dieses Springs Nothing. Mhm. Und wenn du halt so richtig Glitter-Glitter-Festtacker willst. Dann der von NYX. Ja, NYX Glitter Primer. Mhm. Den habe ich jetzt auch schon unten im Koffer. Da habe ich jetzt nicht, hier die Möglichkeit gleich für die Palette. Das heißt, die muss glänzen. Mhm. Mal gucken, ob sie schafft. Aber das ist so mein... Für Glitterfesthalte-Gedönsen. Für Glitterfesthalte. Glitterfesthalte-Gedönsen, aber ich habe komische Ausdrücke. Das ist hier so die Region, Gedönsen, man redet hier anders. Ja. Aber was gibt es denn noch für gute... Es gab früher mal die von Too Faced, die Shadow Insurance. Mhm. Die war früher richtig geil, die haben aber die Formulierung verändert. Weil warum sollte man etwas, das richtig gut ist, so lassen? Ja. Das muss man unbedingt überarbeiten. Das ist so. Ich habe hier übrigens von Natasha Denona die Mini Bronze Palette. Ich hatte nämlich keine Lust, wenn wir verreisen, große Paletten mitzunehmen. Es ist ein Witz. Wir sind zwei Nächte unterwegs. Zwei? Mhm. Ja, zwei Nächte unterwegs. Im Prinzip ist es ein Tag Veranstaltung. Und ich habe trotzdem eine riesen Tasche voll.
Tasche, ich habe einen Koffer. Aber das hat alles. Es ist ja im Prinzip ein Koffer. Ist, ja, es ist man darf das aber machen. Weil es ist ja auch ein Beauty-Event. Und ja, für einen Abend müssen wir es ja auch richtig schick machen. Ich verwende jetzt hier die Too Faced Maple Syrup Pancakes Palette und guck mal, was dabei so rauskommt. Zeig die mal von innen. Die ist tatsächlich für Too Faced doch relativ bunt, ne? Ja. Das ist schon sehr, sehr fancy-pancy. Bin mal gespannt, was ich damit jetzt so machen werde. Weil, also, ist jetzt erstmal schwierig, da so richtig die Inspo aufzukriegen. Aber ich starte mit Morning Matcha. Erstmal schön der Grünton. Ich liebe das, dass Claudi so schön bunt unterwegs ist. Na, ihre Nägel sind auch wieder ein Traum. Wirklich, ja, wieder jeder Nagel eine andere Farbe. Ich finde das total schön. Ich hatte mir das aufgrund, ich glaube, auf Corfu habe ich das erste Mal bei Claudia so richtig bewusst gesehen. Sie hat es in Videos tatsächlich vorher schon mal gezeigt. Und fand das so toll, dass ich losgelaufen bin und mir 5 verschiedene Pastelltöne in Nagellack von Chanel abgekauft habe. Exakt einmal getragen. Weil irgendwie mach ich es dann doch nicht. Aber bei Claudi finde ich es toll. Man muss es halt fühlen, ne? Ja, ich fühle es. Also ich mag auch, also ne, wenn man halt irgendwie einfach nicht nur immer Mainstream ist, klar mag ich es manchmal auch einfach, einfach nicht unbedingt jetzt irgendwie mit bunten Augen rumzulaufen und aufzufallen, ne? Sondern einfach mal so ein bisschen entspannt, Jogger, ne? Chilli-Milli, Alltagspimli und... So viel zum Thema interessante Ausdrücke. Ihr könnt einfach hier bleiben. Nein. Das schwappt, das steckt einen hier gegenseitig an. Das ist halt einfach so. Und das mag ich aber, also ich mag gerne diese zwei verschiedenen Rollen, diese zwei verschiedenen Welten sind es ja nicht unbedingt, ob ich mich jetzt schminke oder nicht, bin ich ja nicht in einer anderen Welt auf einmal. Aber dass man da irgendwie so viel mitmachen kann. Ja. Ne? Und wenn es kacke aussieht, ganz ehrlich, wofür ist das wichtig? Du schminkst dich abends oder direkt danach wieder ab, wenn es kacke, wenn es dir nicht gefällt. Ja. Und was halt auch der Fall ist, zum Beispiel bei Claudia, Claudi schminkt sich nicht auffällig, weil sie auffallen will, sondern weil sie da Bock drauf hat. Ja. Das ist einfach künstlerisch. Cool, genau. Ja, also dieser Grünton ist übrigens dermaßen fleckig. Ja. Ne? Obwohl? Nee, der ist fleckig. Also schon ja. Obwohl vielleicht? Nein. Das ist nicht Textur oder Effekt von dem Gedönsen. Schade eigentlich. Man sieht es aber über die Kamera nicht. Nee, die Kamera ist ja auch immer freundlich. Aber... Haben wir gerade auch bei meinem Handy festgestellt. Wow, ja. Ich habe auch direkt gesagt, nehme ich. Können wir so lassen, ist vollkommen in Ordnung. Und jetzt versuche ich hier so ein bisschen abzudunkeln, dann gleich mit ein bisschen Schimmer noch zu basteln. Nein, ich mag halt einfach malen. Ne? Ich habe ja auch, bevor ich YouTube gemacht habe, dieses Erwachsenenmalen nach Zahlen gemacht. Und habe ein Bild exakt gemalt insgesamt in der ganzen Zeit. 1. Wow. Aber und ich habe halt Schmerzen davon gekriegt, weil du hängst da immer wie so ein Quasimodo vor deinem Bild und malst da deine einzelnen Segmente aus. Ist schon krass. Und das Bild ist, glaube ich, mittlerweile sogar im Müll schon gelandet. Das ist schade. Nee, das war auch echt nicht schön. Und das Motiv war auch einfach furchtbar. Ich hätte mir vorher mal überlegen sollen, wo ich das überhaupt aufhängen will. Das war irgendwie so ein lila, pinker Baum. Dann habe ich Schatzi gefragt, ob er das bei sich im Büro haben will. Der hat mich nur angeguckt und seine Augenbrauen hochgezogen. Im Schlafzimmer wollten wir es auch nicht haben, weil das war dann doch irgendwie dafür ein bisschen zu trist. Was, dieses Abschätzige? Ja, genau so. Das kenne ich auch. Was? Oh. Und dann hat er gesagt, häng noch in deinem YouTube-Zimmer auf. Nee, war jetzt auch nicht so mein Vibe, muss ich gestehen. Also ich bin es halt einfach faktisch nicht losgeworden. Ne? Das ist auch geil. Ich bin es nicht losgeworden. Das war nicht mal meine kreative Geschichte, sondern es war halt nur von mir gemalt. Und das war halt auch echt nicht so... Naja, egal. Auf jeden Fall habe ich da ja schon gemalt. Und dann irgendwann... fing ich mit YouTube an und habe auch erst so vorsichtige Looks geschminkt. Und ihr habt mich dazu immer wieder animiert, dann auch mal ein bisschen mehr in den Farbtopf zu fallen. Und von Herzen danke, Leute. Ne? Es macht definitiv Spaß. Kleine Zwischenfrage, wie lange machst du das jetzt eigentlich schon? Schwein. 2018 war das, glaube ich. Sommer 2018. Ja. Juli 2018 ist, glaube ich, mein erstes Video rausgekommen. Ja, stimmt, mir lief gerade auch so imaginär ein Sabberfaden runter, weil ich mich versucht habe zu erinnern. Angestrengt. Ein imaginärer Sabberfaden. Okay.
Und ja, doch, schon so ein bisschen, ne? Und das ist ja ganz entspannt bei mir im Badezimmer gestartet. Ich weiß noch, auch so bei den ersten Videos, die ich gedreht habe, irgendwann hat auch mein Papa mal geklingelt und sich total darüber kaputt gelacht, als ich ihm dann gesagt habe, ja, ich drehe gerade ein Video. Wie, du drehst gerade ein Video? Ja, für YouTube. Hä? Wieso? Was machst du denn da auf YouTube? Und jetzt mittlerweile, see what happened. Das war schon alles sehr ulkig, die ganzen Startgeschichten und so, aber ne, letztendlich ist das doch eine feine Kiste hier, es macht uns allen Freude. Total. Und ja, man kann abschalten. Und wenn man dann wie heute dann auch noch zu einem tollen Event fahren kann, im Übrigen, nur so am Rande, mit dem Code NEW-CLAUDY spart ihr aktuell 25% bei Dalton auf alles, inklusive der Sets. Oder NEW-MELANIE. Und je nachdem, also ihr könnt beide Codes verwenden, ihr bekommt sogar 80 Euro ein Goodie mit dazu. Stimmt, die Oystermaske in Sachetform, die ist so, so, so gut. Und das Sachet, das könnt ihr locker dreimal verwenden. Ach, easy. Mhm. Ja, und wenn ihr das halt so zum Multimasking verwendet, zum Beispiel jetzt hier Mr. Fred und seine Ausflugsfamilie sind mal wieder am Start. Und die könnte ich mir so punktuell drauf machen. Die haben Namen. Ja. Und das ist halt auch so eine Sache, ihr müsst nicht, also ich habe das bei Dalton, ich habe einmal im Monat, ich habe keine schlechte Haut, ich habe wirklich selten Pickel, aber manchmal so Unterlagerungen während meiner Menstruation. Und dann nehme ich zum Beispiel die Oystermaske auch nur an den Stellen, weil ich brauche das nicht im ganzen Gesicht. Ne? Ja. Man muss nicht alles immer im ganzen Gesicht verteilen. Manchmal hat die Haut unter den Augen, auf der Stirn, unten am Kinn ganz andere Bedürfnisse oder auch vergrößerte Poren um die Nase. Ne? Ja. Da ist die Oyster im Übrigen auch ganz toll. Ja. Man muss nicht alles immer im kompletten Gesicht verteilen. Ja. Nee, das muss nicht. Also manchmal habe ich da Bock drauf, wenn ich einfach so ein Rundumschlag oder Kahlschlag machen möchte. Aber nee, weil manchmal ist es ja auch so, ich habe ja eine sehr trockene, sehr, sehr sensible Haut und die Oysterreihe ist ja schon sehr austrocknend. Ja, ein bisschen reizend ist Quatsch, aber man merkt wirklich, dass die Haut arbeitet, wenn man die verwendet. Genau, und da ist es dann ganz gut, wenn man die halt dann eher so punktuell aufträgt oder halt dieses Multimasking macht. Das heißt, man stellt sich dann dahin und pinselt sich die Stellen an, die man angepinselt haben will. Und den Rest machst du vielleicht mit einer Feuchtigkeitsmaske oder mit einer beruhigenden Maske oder mit einer Glättungsmaske, wie man halt so mag. Mhm. Das ist ganz cool. Ja. Und dafür verwende ich persönlich Crememasken auch sehr, sehr gerne. Ich habe ja jeden Morgen, dass ich mir eine Crememaske auch drauf mache tatsächlich. Jeden Morgen? Das ist crazy, ne? Aber ich habe da auch wirklich so ein Konzept dahinter bei mir, dass ich auch darauf achte, dass meine Haut nicht zu sehr gereizt wird oder sonst irgendwas. So zum Beispiel eine Feuchtigkeitsmaske, die geht immer. Die kannst du theoretisch jeden Tag verwenden. Wie findest du die Magical Effect? Geil. Ich liebe die auch. Oh. Ich finde, die kühlt so ein bisschen. Oh ja. Die Haut ist vor allen Dingen auch, nachdem man sie abgewaschen hat, immer noch gekühlt. Ja. Ich weiß gar nicht, wie ich das anders sagen soll. Die ist jetzt nicht, dass die so unheimlich, die polstert gar nicht auf, aber die macht irgendwie, dass das die Haut so ebenmäßig aussieht. Da ist irgendwas mit Wasserminze, glaube ich, drin. Toll. Irgendeine Minze und das ist schon, also auf der Haut sehr angenehm. Also das ist so meine absolute Sommerlieblingsmaske, was die Crememasken angeht, weil die da halt echt was Feines mit dem Gesicht anstellt. Und ne? Kannst du natürlich auch ganzjährig verwenden, weil die auch so einen leicht klärenden Effekt mit dabei hat. Und da würde ich dann tatsächlich an einem Tag in der Woche die Oystermaske und an einem Tag die Magical Effect machen und die restlichen Tage dann hier halt irgendwas Feuchtigkeitsspendendes. Das wäre so. Oder Liftendes. Also so verkehrt finde ich die Palette jetzt nicht. Das sieht schön aus. Ne? Ich finde jetzt auch mit dem Schimmer drüber sieht man auch nicht mehr, dass da mal was fleckig war. Sieht Nein, man gar nicht mehr. Das geht jetzt, ne? Also ich glaube, das kommt ganz gut. Ich habe vorgestern auch noch ein Fullface Catrice geschminkt. Ich weiß gar nicht, ob das schon online ist. Ich glaube nicht. wo ich halt auch so eine, die Catrice-Sachen halt verwendet habe. Das habe ich damit auch sehr, sehr gut so hingekriegt. Also manchmal kann man dann auch zu der Drogerie greifen. Ich muss mal eben kurz hier aufmachen, weil ich brauche einen Spiegel, der mich etwas näher zeigt, denn Sehkraft und so. Kenne ich. Kenne ich. The Sehkraft is gone. Nein, noch nicht ganz. Also manchmal fühlt man sich halt auch irgendwie in einer anderen Altersstufe manchmal. Ich meine, ab wann fängt das an? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß noch, als ich mit Mitte 20 beim Ohrenarzt saß und der Ohrenarzt zu mir sagte, ja, Frau sowieso, vielleicht brauchen Sie demnächst mal Hörgeräte. Echt? Ich habe halt in meiner Jugendzeit zu lange vor irgendwelchen Boxen gestanden und Punkrockmusik gehört.
das war nicht so schlau. Nein. Das heißt, auf, also ich höre auf mein, also auf dem linken Ohr, glaube ich. Oder auf dem rechten? Nee, auf dem linken Ohr höre ich bei weitem nicht so gut wie auf dem rechten Ohr. Das heißt, eigentlich sitzen wir falsch rum, aber ich höre mir nicht, alles gut. Das ist bei mir dasselbe. Ich schlafe nämlich auch, wenn ich mal nicht alleine schlafe, so, schlafe ich nämlich auch eher auf dem rechten Ohr, weil links kriege ich nicht so viel mit. Ganz genau so. Das ist so unser eingebauter Schnarchdämpfer. Ist das vielleicht irgendwie aus Selbstschutz entstanden? Also möglich, ne? Tatsächlich, jetzt habe ich das nicht mehr so. Es war eher früher, ne? Mhm. Das ist tatsächlich nicht mehr so. Aber aber ich war tatsächlich im letzten Jahr aufgrund von verschiedenen gesundheitlichen, unterschiedlichen Gründen, war ich mal beim Ohrenarzt, um mal diese Schwindelgeschichte untersuchen zu lassen. Der sagte, ich hätte gute Ohren. Mhm. Mhm. Aber du hast es nicht so als Empfindung. Nee, tatsächlich nicht. Hm. Manchmal sind Ärzte auch interessant, ja, ne? Ja, sind sie. Na, verrückt. Nee, aber also das ist so viel zu unserem eingebauten Schnarr. Wir haben übrigens Fragen gestellt. Mhm. Haben wir überhaupt schon Fragen beantwortet? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon eben, oder? Weiß ich nicht. Im ersten Teil auf jeden Fall. Zwei. Ich habe hier eine von Mandy vor vieles. Bist du eher Team Kaffee am Morgen oder Team Tee zum Frühstück? Kaffee? Also, I mean... Was ist das für eine Frage? Kaffee ist jetzt leer, aber gut, wir haben es jetzt auch... Ui, wir haben schon 16.12 Uhr, egal. Wir müssen erst morgen um 12 in Baiersbronn. Ich muss schon wieder überlegen. Wo geht's? Baiersbronn, es geht nach Baiersbronn. Ich habe ich auch schon im ersten Teil erzählt. Ich habe gestern noch aus voller Überzeugung jedem erzählt, es geht nach Oberstdorf. Echt? Ins Skihauptgebiet? Wusste ich ja nicht. Ich dachte, nö, ist ja ganz nett und ruhig da. Nee, Skigebiet. Ja, gut, dann ist das halt Skigebiet. Bis heute Morgen, als ich mal auf den Zettel geguckt habe, den uns Zeitung geschickt hat. Ja, du. Mit dem Ablauf. Ach so, Baiersbronn. Ja, andere Richtung. Ist auch 10 Grad wärmer da als in Oberstdorf. Oh, das ist gut. Circa 16 Grad minus haben. Minus. Und wie hast du den Koffer gepackt? Tatsächlich gehe ich davon aus, dass wir nicht so viel draußen rumlaufen werden, dass es mehr eine cozy Innenveranstaltung wird. Deswegen gemütliche Sachen. Uns wurde nämlich gesagt, gemütlich. Das finde ich sehr entspannt, muss ich ganz ehrlich. Ich habe sogar Hausschuhe eingepackt. Also so richtig meine Pushen, ihr kennt die ja, wenn ich so meine Vlogs drehe und so. Ne? Ich bin auch übrigens diese Woche am Vloggen, den Vlog habt ihr vielleicht auch schon gesehen, ich weiß es noch gar nicht. Und Gemütlichkeit, ne? Mhm. Es ist da auch so ein Hot Tub, hast du auch Badesachen mit? Nein, auf keinen Fall. Echt nicht? Nein, ich gehe nicht, tatsächlich nicht. Also ich und Bikini in der Öffentlichkeit, nicht mal für mich alleine, also meine ich. Auch nicht für dich alleine? Nein. Okay. Aber man ist ja auch selten für sich alleine, wenn man ein Bikini... Also warum? Man hat ja keinen Pool zu Hause. Ich habe nicht mal eine Wanne. Manchmal einfach so im Bikini durchs Haus laufen, ist auch mal was, ne? Kann man auch mit Abendkleider machen, worauf man so Bock hat. Ja. Einfach mal schick machen oder ein Schneewittchenkostüm. Weißt du? Müsst ihr unbedingt gucken. Unbedingt. Ach, lieben wir. Aber ich habe hier 1000 Sachen vergessen. Was mache ich denn hier eigentlich? Das heißt, was geht dir denn? Ich habe Mascara vergessen. Ich habe mein Fixing Spray. Hast du die schon ausprobiert? Catrice, Fake It? Nee. Mega. Ist gut? Oh Gott. Ja, die ist wirklich sehr gut. Achso, und hier gehe ich eben in dieses Ding. Gucken wir mal das Bürstchen an. Ich meine, du hast natürlich auch Wimpern bis nach Meppen, ne? Ja, du aber auch. Ich benutze dasselbe Serum wie du jetzt seit 3 Monaten. Ja, aber das sieht man doch. Echt? Ja, natürlich sieht man das doch. Die sehen so klein und futzelig aus. Das ist dieselbe Bürste. Das ist schon ziemlich ähnlich, ne? Too so Faced Better Than Sex hat dieselbe Bürste wie die Fake It von Catrated. Das ist so eine Erdnussform, die klassische, die man so öfters mal hört und sieht. Einfach nur größer. Nee, auch nicht. Guck mal. Meine ist größer. Haha. Und wenn Claudi sagt, die ist gut, dann ist die auch gut. Ich habe noch keine schlechte Mascara-Empfehlung von Claudi bekommen. Noch nie. Ja, und es gibt die waren wirklich alle auch, geil. Es gibt auch grottige, ne? Mhm. Aber das merke ich halt auch bei mir dann tatsächlich durch die Wimpern sehr schnell. Mhm. Also wenn die halt, wenn die bei den Wimpern ablosen, die Mascarasse, dann sind sie... Mascarasse? Ja, was ist die Mehrzahl von Mascara? Wimperntuschen. Das ist schlau. Das ist wirklich schlau.
Oh Gott, jetzt habe ich eine andere Wimpernzange als sonst, weil meine im Koffer ist. Aber die hier ist auch gut von Brushworks. Auch die kostet irgendwie nur 5 Euro. Also teure Wimpernzangen, ne, bin ich ja gar nicht für zu haben, weil ich mir einfach denke, die gibt es auch in günstig. Das Ding ist, jede Augenform ist ja so ein bisschen anders, ne? Und meine Augen sind so in der Mitte kugelig. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Die sind so halt sehr rund. Die sind wunderschön. Und wenn du, wenn man eine, wenn ich eine, die hier ist ja zum Beispiel, die ist runder als deine, siehst du das? Mhm. Wenn ich eine nehme, die so, so weit breiter auseinander geht, ich brauche die eher runden, piekse ich mir immer in. Es ist so gemein, sich die Augenlider einzuklemmen, finde ich. Mhm. Das ist so richtig. Und wobei die hier das auch ganz gut wohl ab und an machen kann, ne? Ja. Ja, schön. Das ist jetzt ohne Mascara. Schön. Schön ist sie. So. So ja, nämlich. Selber Spiegel. Diskussionen von Schatzi und mir. Du bist doof, Spiegel. Sagt meine Kollegin Jessica, sagt das auch immer, Spiegel. Ja. Schönes Wochenende, Spiegel. Ah, herrlich. Ja. Ich fühle mich wie ein anderer Mensch. Als ich hier angekommen bin, ungeschminkt, habe ich nur gesagt, oh, ich fühle mich so, ich habe mir die Tage im Pony geschnitten, weil ich dachte, Mensch, ja, warum nicht mal ein Pony? Weil es gut Weile aussieht. Her. Danke. Und kam mir an und sagte, oh, ich fühle mich heute irgendwie alt. Und sagte, warum? Ich sage, ich weiß auch nicht. Irgendwie fühle ich mich alt. Und dann habe ich wenig geschlafen, weil ich aufgeregt war wie Sau. Sie auch. Und, aber ihr sieht man es halt nicht so an. Ich habe auch 5 Kilo Make-up jetzt im Gesicht. Hat man auch vorher nicht so gesehen, finde ich. Gute Frischer Pflege, Fiesen. Gute Pflege, gute Pflege. Naja, ja. Na. Ne. Na. Nein, aber also mit Make-up ist ja eigentlich, sehe ich halt so, wir unterstreichen damit halt das, was einfach da ist. Und wir toben uns kreativ aus und das ist halt einfach die, so die Hauptsache. Am Ende des Tages kann man es abwaschen, ist auch gut so. Ja, ja. Und ja, 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 deswegen ist Make-up halt echt so mein Ding. Also das finde ich einfach total sympathisch. Und ich finde auch, mit Make-up kannst du keinem wehtun. Das heißt, wenn es irgendwem nicht passt, wie du aussiehst, dann soll er halt woanders hingucken. So ist es. Aber jetzt nicht irgendwie sagen, warum hast denn du jetzt irgendwie pinken Lidschatten, grünen Lidschatten, gelben Lidschatten, keine Ahnung, blaue Mascara drauf oder so. Da ist doch irgendwie... Ja, albern, ne? Hm. Mega. Ist so. Naja, aber es gibt halt Menschen, die wollen sich halt aufregen und das ist dann halt auch deren Sache. Aber das ist deren Problem und nicht mein Problem. Macht man sich das Leben halt auch nicht schöner mit, ne? Das muss man einfach sagen. Nö, nö. Aber um nochmal auf die Thematik Kaffee oder Tee. Also schon manchmal Tee tatsächlich. Wenn ich halt wirklich, wenn mir so kalt ist. Oder wenn ich mich erfrischen möchte mit einem Eistee oder sowas, ne? Aber ich bin jetzt nicht so zum Frühstück Tee, nee. Auf gar keinen Fall, weil ich muss wach werden. Ne? Ich bin jetzt auch nicht so eine Schwarzteetrinkerin. Das macht meine Stiefschwiegermutter in Speyer ganz gerne. Ich mag tatsächlich nur und ausschließlich Kräutertee. Ich mag auch keinen Früchtetee mehr trinken. Schwarzen Tee mag ich auch nicht. Also, aber Kräutertee. Ich habe auch so Thermosflaschen im Auto. Weil ich mir dachte, wenn wir dann zurückfahren, dass wir uns einen Tee mitnehmen. Hm. Weil wenn man dann bei einer 6,5 Stunden Autofahrt irgendwann doch mal im Stau steht und sich irgendwie aufwärmen muss. Oh, süß. Ja, aber ob wir es brauchen oder nicht oder machen. Ich dachte, ich pack's vorsichtshalber mal ein. Bitte besser haben als brauchen. Darf ich dein Fixing Spray verwenden? Selbst natürlich. Es ist so fein. Das Spray? Hm. Oh, ja. Mhm. Das riecht gut. Mhm. Ich muss mal eben kurz auf meine Kamera drücken, denn nach einer halben Stunde kackt die ab. Echt? Hm. Das ist mir so bei ihr. Die ist halt feinfühlig. Mhm. Das ist auch gut so. Ja, das ist geil, das Spray, ne? Mhm. Leider ist es nicht tierversuchsfrei. Leider. Aber ich habe hier tatsächlich so ein Pröbchen, das war von Mac Prep and Mac. Mhm. Wegschmeißen will ich es dann auch nicht, aber was machst du mit so einem Pröbchen, ne? Ja. Den noch gar nicht ausprobiert. Oh, das ist gar nicht fein. Also das ist das von MAC, das ist ganz gut, das habe ich auch da. Aber das ist eher so, um das Make-up verschmelzen zu lassen. Es hilft nicht dabei, dass es länger hält. Ja. Das ist eben so das Ding bei MAC, finde ich. Ja. Das sagen die aber auch, dass es dafür nicht gedacht ist, ne? Ach so. Ja. Ach guck, ja, das wusste ich gar nicht. Ich habe denen gar nicht zugehört. Mensch, sollte ich mal öfters, ne? Quatsch. Ach Mensch, ich finde, ich habe mich sehr gut an meinem Pulli orientiert. Ja, passt zusammen. It's a match. Ja, vor allem hier auch mit diesen Holzknöpfen, da habe ich ja auch ein bisschen braun, ne?
So, und jetzt kommt der krönende Abschluss mit Prada. Oh. Monochrome. Ich habe gar keine Farbe, gar keine Ahnung, welche Farbe ich genommen habe. Prada Hyper sonst Matte. Nada. Oh mhm. Ja, heißt das? Merkt euch das? Ach, du meinst es nicht. Ist der schick. Monochrome. Oh Gott, der ist wirklich wunderschön. Der war irgendwie im Sale bei Douglas, keine Ahnung. Ist ne? der schwer? Ja. Willst du mal anfassen? Oh ja, da hast du was in der Hand. Kannst du jemanden mit abwerfen, ne? Mhm. Ach, guck. Nö, die Farbe ist in Ordnung. Schönen Lidton. Okay. Da hatte ich jetzt gerade ein bisschen... Wusste ich nicht, was Vergangenheits-Claudi da schon wieder bestellt hat. Aber ich habe pupstrockene Lippen. Mhm. Da jetzt einen matten Lippenstift drauf zu machen, ist natürlich ein Highlight, ne? Oh, der ist gar nicht. Oh. Doch. Mhm. Auch hier wieder Melanie Fett, die einfache Kiste Fenty Glow. Von Fenty. Der ist gut. Mhm. Der pflegt nämlich auch. Ja. Mhm. Mhm. Der hat einen krassen Duft dabei. Ist das so? Mhm. Eieiei, der kriegt mir aber richtig im Mund rein. Der steht dir gut. Ja, der passt, ne? Der passt auch zum Look. Mhm. Der jetzt passt noch sehr hier gut so zum das Knopf. Boom. Diese Haare. Also es war ungeplant, dass das alles so jetzt ist, ne? Mhm. Das ist jetzt alles einfach nur, tada, hier bin ich. Und ich finde schon, dass ich ein bisschen geistermäßig aussehe. Weil die Foundation, das könnt ihr auf jeden Fall bei Melly auf dem Kanal nachgucken, ist doch etwas hell geraten. Und jetzt blinkt auch noch der Akku, den muss ich gleich auch noch mal kurz wechseln. Hm. Ja, Mensch. Ich würde sagen, da haben wir es, ne? Haben wir Schickimacket. Wir sehen ganz schön gut aus. Und wie gut steht Melly bitte der Pony? Schreibt das mal gerne in die Kommentare, ne? Das ist der Wahnsinn. Ich finde, das ist so geil. Bei mir wäre das zu fisselig, weil ich hier so einen Wirbel habe und meine Haare einfach zu dünn dafür sind. Aber ich finde es wunderschön. Ich mag das. Dankeschön. Ja, gerne. Das ist lieb. Aber dünne Haare habe ich auch. Also ich kann mir keinen Mittelscheitel machen, dann würde hier einfach hier sowas abstehen. Mhm. Ich glaube, bei mir sieht das ein bisschen wild aus. Aber dafür habe ich ja Perücken. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Was ich auch cool finde. Was ich mega cool finde. Wie dein Handy ausrastet. Ja. Ja, ihr Lieben. Wie gesagt, ihr seht die Entstehung von uns quasi. Nein. Die Entstehung. So nicht. So nicht. Aber geschnippt. Muss ich eben noch mal fragen, ob das okay ist. Aber auf jeden Fall. Auf jeden Fall findet ihr die Vorgeschichte definitiv bei Melly auf dem Kanal. Schaut super gerne mal bei ihr vorbei. Lasst euch inspirieren und gönnt euch auf jeden Fall hart. Schaut euch auf jeden Fall Teil 1 an. Ich komme und schaue mir das an, ob ihr euch das angeschaut habt, weil das sehe ich, weil ich im Video gesagt habe, dass ihr kommentieren sollt und das wird nachgeforscht. Und wenn ihr von meinem Kanal rübergehuscht seid zu Claudi und jetzt keinen lieben Kommentar hinterlasst, könnte das auch Probleme geben. Ich sag's nur, seid da vorsichtig. Also... Seid ihr von meinem Kanal rüber gehuscht, um die wunderbare Claudi zu sehen und unser Video? Dann lasst einen lieben Kommentar da, lasst ein Abo da und denkt an unsere Codes. Definitiv, die gelten bis Samstag oder Sonntag? Ich glaube Sonntag. Wahnsinn. Also ich bin mir aber nicht sicher. Ich habe es bestimmt irgendwann irgendwie irgendwo eingeblendet. Aber, ne, ihr Lieben, viel Erfolg, viel Spaß. Schaut euch da gerne um. Ihr könnt da gerade richtig absahnen. Und ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen unterhalten und euch ein bisschen das, ja, alles versüßen halt, ne? Mhm. Wenn es dir hier gefallen hat, wenn Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von uns, mir, allen und Sammy. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.